Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel. Wir haben wieder neue Kampagnen hier drin. Ne? Wenn ich hier ein bisschen runter scrolle, haben wir hier die beiden Dimensionsbeobachter der S-Kraft. Der mysteriöse Geheimbund S-Kraft. Seine Missionen erstrecken sich über verschiedene Räume und Zeiten und werden von Agenten mit einzigartigen Fähigkeiten durchgeführt. Um dem sich ständig erweiternden Tätigkeitsfeld gerecht zu werden, wurden neue Agenten für die nächste Generation für die nächste Generation gesucht und gefunden. Okay, dann rein damit. S-Kraft Brückenkopf. Die S-Kraft, was auch immer das für eine Kraft sein soll. Dimensionsbeobachter der S-Kraft. Ein Geheimbund höheren wissenschaftlicher. Was? Ach, Hörer. Ein Geheimbund höherer wissenschaftlicher Macht, der sich S-Kraft nennt. Er besteht aus Agenten, die alles daran setzen, Verbrechen und Katastrophen zu verhindern. Sie sind so leise. Oh, ne. Es heißt, ihre Missionen umspannen das gesamte Raumzeitkontinuum. Doch das echte Ausmaß des Ganzen wird den Agenten nicht offenbart. Dennoch gibt es einen hochrangigen Agenten, den no neuen Rekruten eine Einführung und erklärt ihnen die Grundlagen der S-Kraft. Neue Agenten, willkommen bei der S-Kraft. Bevor wir uns in eine Mission stürzen, möchte ich euch zuerst ein bisschen mehr über die S-Kraft erklären. Ich heiße. Was? Rapper? Rapper Shiomaru. Ich werde euch heute in die Sache einführen. Es freut mich sehr, euch alle kennenzulernen. Es ist mir klar, dass jeder seine eigenen Gründe hat, warum er sich der Kraft anschließt. Vielleicht wart ihr in einen Zwischenfall verwickelt oder vielleicht wurdet ihr angeworben. Vielleicht stimmen die Ziele in eurem Leben mit der Vision der S-Kraft überein. Vielleicht wurdet ihr aus anderen Organisationen abgeworben. Ich selbst bin auf Geheiß meines Dorfoberhauptes hier. Und einige von euch verfügen vielleicht über Fähigkeiten, die für die S-Kraft nützlich sind. Die Fähigkeiten legen fest, welche Missionen wir erhalten. Als ein Shinobi bin ich zum Beispiel ein Shinobi. Bin ich zum Beispiel gut im Umgang mit Shuriken und geheimen Techniken, mit denen ich mich überall verstecken kann. Hier in unserer Basis, dem Brückenkopf, beobachten wir viele Dimensionen und Zeiträume. Wenn wir dabei auf ein Problem stoßen, werden wir aktiv, um es zu lösen. Unser Anführer Justivi entsendet via Warptor die Agenten, die am besten für die jeweiligen Missionen geeignet sind. Es gibt viele Arten von Missionen: Katastrophenhilfe,
Leben retten. Wir müssen manchmal sogar Verdächtige verfolgen und festnehmen, um Verbrechen zu verhindern. Keiner weiß, wann er bei einer Mission an der Reihe sein könnte. Deswegen ist es wichtig zu trainieren, damit ihr immer bereit seid, auf eine Mission zu gehen. Dafür gibt es hier zahlreiche passende Einrichtungen. Vor der nächsten Lektion ist wohl noch etwas Zeit für ein bisschen Training. Wer vorbereitet ist, muss sich keine Sorgen machen. Okay, das war dann die S-Kraft. Soweit. Gehen wir mal in die Praktik. Lerne die Einzelheiten von S-Kraft-Decks. Oh, okay, Cybers. Ja, das braucht dann mehr Fernkapazität, weil die Map irgendwie aufwendiger ist. Was macht ein S-Kraft-Deck einzigartig? Viele der S-Kraft-Monster haben Effekte, die auf gegnerische Monster von ihnen angewendet werden. Der Effekt wird nicht nur auf es selbst angewendet, sondern auch auf Monster, die vor anderer S-Kraft-Monster liegen. Oh, okay, das ist so eine Column-Sache. Nutze die zu deinem Vorteil, indem du mehrere S-Kraft-Monster einsetzt, um deinen Gegner einzukreisen und in Zange zu nehmen. I see. Er spielt hier also mit dem Columns und quasi. Nutze deine S-Kraft-Karte, um das Duell in diesem Spielzeug zu gewinnen. Probiere eine Beschwörung von S-Kraft-Klingenschwingerin. Klingenschwinger. Ah ja. Okay. Okay, ich probiere eine Beschwörung von S-Kraft Klingenschwinger. Was ist dein Effekt? Jedes Monster deines Gegners in derselben Spalte wie eins deiner S-Kraft Monster kann ich das mit der Link-Beschwörung also oder höhere Wände wären. Okay. Aktiviere den Effekt von S-Kraft Klingenschwinger. Nutze dann den Effekt, um S-Kraft Rapper Shiyomaru als Spezialbeschwörung von deiner Hand zu beschwören. Ja. Verbanne S-Kraft Gravitono von deiner Hand, um den Effekt von S-Kraft Rapashimitaro zu aktivieren. Beschwöre mit diesem Effekt S-Kraft Plantina als Spezialbeschwörung von deinem Deck. Ah, okay. Also ich verbann den, dann geht sie auf die Hand und dann soll ich die hier beschwören. Damit er 600 AK verliert. Okay, schön. Aktiviere den Effekt von S-Kraft Platina, die vom Deck als Spezialbeschwörung beschworen wurde. Nutze diesen Effekt, um die verbannte S-Kraft Gravitona als Spezialbeschwörung zu beschwören. Okay. Okay, also das Monster wird jetzt verbannt, wenn es aufs Spiel, wenn es das Feld verlässt. Dieser Spezialbeschwörung beschworene S-Kraft Gravitona kann einen Effekt aktivieren, von der deiner Hand eine S-Kraft-Karte von dem Deck hinzufügt. Aktiviere den Effekt von S-Kraft Gravitona. Dieser Effekt erlaubt es dir, S-Kraft Machtprobe von deinem Deck deiner Hand hinzuzufügen. Sure. Jetzt muss ich wahrscheinlich Machtprobe aktivieren. Wenn sie aktiviert wird, hat S-Kraft Machtprobe Effekte, die es dir erlauben, ein S-Kraft-Monster-Spezialbeschwörung von deiner Hand in Verteidigungsposition zu beschwören.
oder dein S-Kraft-Monster von deinem Friedhof hinzuzufügen. Aktiviere dieses Mal S-Kraft-Machtprobe, um S-Kraft Aura First von deiner Hand als Spezialbeschwörung zu beschwören. Also der da. Benutze S-Kraft Orafist, S-Kraft Klingenschwerkämpfer, um S-Kraft Plantina als Linkmaterial, um S-Kraft Justivia als Linkbeschwörung zu beschwören. Ich weiß nicht, ob der Column-Effekt so relevant hier ist. Wird der Effekt jetzt auch angewandt, weil der Pfeil zeigt? Ne, scheinbar nicht. Linkbeschwörung erfolgreich. Geh in die Battle-Phase über und benutze S-Kraft Justiva, um anzugreifen. S-Kraft Justiva wird aktiviert, wenn du ein Effektmonster auf der Spielfeldseite des Gegners anvisierst. Dies annulliert den Monster-Effekt des Ziels und verschiebt seine Position, die des Ziels seines eigenen Gegner links. Was? Greife ein Monster. Okay, warte mal. Also, genau, ich muss mit dem jetzt zuerst angreifen und dann seinen Effekt aktivieren, um seine Effekte zu annullieren. Der Effekt von S-Kraft Seher, der ein Monster des Gegners verschiebt, kann auch da verwendet werden, wenn du nicht in der Battle-Phase bist. Versuche das Monster eines Gegners in eine andere Position zu bringen, in der es diesem anderen S-Kraft Monster gegenübersteht. Denk daran, dadurch wird es einfacher, die Effekte von S-Kraft Monstern zu nutzen. Greife deinen Gegner mit S-Kraft Gravitur direkt an. Okay, also ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, sie haben es so gemacht, dass es egal ist, ob man darauf achtet, dass die Columns richtig sind oder sowas. Also es ist nicht so, als wäre man hier jetzt gezwungen, die Columns richtig zu machen, weil ich kann die Monster hier hinlegen, wo ich will und alles. Viele S-Kraft-Monster haben Effekte, die sich auf die Monster deines Gegners vor den S-Kraft-Monstern auf deinem Spielfeld auswirken. Du kannst eine starke Aufstellung erreichen, indem du deine S-Kraft-Monster entsprechend der Monster deines Gegners positionierst. Nutze Effekte wie S-Kraft Justifi, die das Monster deines Gegners an eine bestimmte Stelle umleitet, um den Druck auf deinen Gegner zu erhöhen. Ich habe literally kein Monster, aber ist okay. Das hier ist ja ein Monster. Falls du keine anderen Karten kontrollierst. Okay, ich aktiviere die einfach mal sofort, dann hat er nämlich keine Beschwörung. Oder? Ich bin mir gerade selber nicht ganz sicher, dass Shadow auf den Friedhof gelegt wird. Wann aktiviert sie sich dann? Naja, ist egal, werden wir sehen. Ob das funktioniert oder so. Ja, sure. Und wen soll ich hinzufügen? Keine Ahnung. Scheinbar ist er der Beste für die Situation, so wie es gerade. Er ist gerade aktiviert wird.
Ah. Okay, ich nehme auf jeden Fall den, weil wen soll ich sonst nehmen? Ja, auch nur Verband. Wurde er direkt verbannt. Okay, liegt das an ihm? Ah, ja. Kann ich das hören? Nee, liegt das an ihm? Also, wird verbannt für das. Okay. Naja. Das war jetzt irgendwie nicht so geil, muss ich sagen. Interessant, ich kann die quasi vom Friedhof generieren. Nutzen.
Okay. Zwei, vier. Warte mal. Was war das für ein Effekt? Ich hätte versuchen können, ihn zu moven. Das hätte ich vielleicht machen sollen. Weil unter Umständen wäre dann ein Replay occurred. Ich bin nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich unter Umständen hätte es funktionieren können, dass dann ein Replay passiert wäre. Gut. Ja, damit würde ich sagen, wir werden nicht vergessen. Wir machen dann im nächsten Part weiter mit ja, dem Ziel. Und so. Ciao.